Jetzt, meine Damen und Herren, werden Sie sagen... What a party. What a party. Unser nächster Gast ist ein Mann, der unglaublich schnell zeichnen kann. Er ist Grafiker, Karikaturist und Schnellzeichner. Und er ist mehrfacher Weltrekordhalter im Porträt-Schnellzeichnen. Bitte begrüßen Sie Gero Hilliger. Herzlich willkommen. Habe ich das so richtig gesagt? Weltrekordhalter im Porträt-Schnellzeichnen. Man kann es nicht besser formulieren, Herr Raab. Zeigen Sie doch mal, was können Sie denn ganz schnell zeichnen? Zum Beispiel. Also immer wenn es geht, Charakterköpfe, ja, die in besondere Ausprägung haben, die typisch sind. Bei jungen Köpfen, die noch schön und glatt sind, ist das natürlich nicht mehr so einfach, sehr schnell zu zeichnen. Es ist im Prinzip so, die Nase hat den größten Unterhaltungswert. Ja. Und wenn man einen älteren Herrn hat, der sehr ausgeprägt ist, dann geht es auch sehr schnell. Ja. Fangen Sie doch mal an. Ich bemühe mich mal, einen Kopf zu machen, den hoffentlich jeder kennt hier. Ich bin mal gespannt, ob das jemand kennt. Na? Helmut Kohl? Nee, ne? Noch nicht. Dicht daneben, aber es... Dicht daneben? Würde ich sagen, warten Sie noch ein paar Sekunden, junger Mann. Und dann denke ich mal, wird man das schon leichter erkennen? Ja! Super! Elton! Oh, schön. Kann ich ihm das schenken? Ja, gerne, ja. Klar, sicher. Wie wird denn das gemessen, wer jetzt Weltrekord im Schnellzeichnen... Es gibt also verschiedene Veranstaltungen, Rekordfestivals, wo im Auftrag der Chefredaktion des Guinness-Buchs, manchmal ist er auch selbst dabei, der Chefredakteur, ja, und da gibt es so Veranstaltungen, wo mehrere Teilnehmer anwesend sind, da geht es um Kraft, Ausdauer, alles, was bei Stefan Raab zu sehen ist, bei Schlacht im Rhein, so ähnlich läuft das da auch ab. Echt? Jeder in seiner Branche muss der Beste sein und das versuchen zu verbessern. Okay. Es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, dass jemand das herausfordert, den bestehenden Rekord, ist bisher noch nicht vorgekommen. Ja. Und ich bin immer der guten Hoffnung, noch eine halbe Sekunde besser zu werden, aber viel ist nicht mehr drin. Okay, wen zeichnen wir als nächstes? Ich würde mir gerne einen Charakterkopf aussuchen. Wie gesagt, ausgeprägt, typisch muss er sein. Und ich sehe da schon was. Entschuldigung. Junger Mann, nicht weggucken. Dich meine ich, karierten Hemd hier. Ja, ja, du. Kommst du bitte mit? Ja. Charakterkopf, okay, Sie suchen immer Charakterköpfe, ja? Ich bitte hier auf. Hier. Okay. Hier, weiter. Hallo, erstmal guten Tag. Sie sind der? Georg Brehm. Georg Brehm. So. Georg, stell dich bitte hierher. Ja. Und mit dem Kopf zum Stefan. Mach ich. So. Augenblick. So, etwas senken. Und nicht mehr verändern, nicht mehr verändern, okay? Nicht verändern. Nicht wackeln. Bin ich mal gespannt, ich guck mal mit. Aha. Das liegt ja, also es ist auch ein bisschen Karikatur, was Sie machen, oder? Das ist korrekt, weil ein normales Porträt ist etwas, was nicht den Unterhaltungswert hat, natürlich wie eine Karikatur. Man muss viel Mut und Humor vor allen Dingen mitbringen, natürlich, um damit klarzukommen. Es hat natürlich einen viel größeren Unterhaltungswert, wenn man eine Karikatur zeichnet, vorausgesetzt natürlich, dass der, den man zeichnet, nicht suizidgefährdet ist, weil es kann natürlich immer passieren, dass da jemand keinen Humor hat oder wie auch immer auf sein Image achten muss. Ja, wir schauen so mal. Und dann vergleichen Sie bitte mal den Kopf. Du bleibst bitte so oder ich halte mal davor. Sie können gleich auch gucken. Da. Und? Können Sie schon sehen? Ja. Kann man erkennen, oder? Ja, ja, toll, oder? Für Sie. Vielen Dank. Nehmen Sie wieder Platz. Vielen Dank. So. Viel Spaß. So, jetzt haben wir noch eine Möglichkeit, einen ausgeprägten Charakterkopf zu zeichnen. Ja. Und ich würde auch wieder, wie vorhin, bitten darum, dass das Publikum, wenn sie dann
erkennen, um wen es geht, sich auch wieder zu Worte melden. Weil er wird wahrscheinlich erst mal für eine Weile schweigen. Denn wenn er das Bild nachher sieht, denke ich mal, es wäre damit gut. Haben Sie verraten, es bin ich. Das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Also deutlicher kann man es nicht machen. Junger Mann, ich beginne wenn mal. Sie das, also wenn Sie ein Geheimnis daraus machen wollen, dann haben Sie genau das Falsche gemacht. Muss ich mich jetzt hinstellen oder so? Oder wie? Ich habe inzwischen so lange geübt, ja? Herr Kollege, dass ich diese Vorlage nicht mehr brauche. Ja, ich fühle mich aber ganz gut getroffen, ehrlich gesagt. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Okay, aber dann komme ich jetzt mal, ich mal Sie. Was halten Sie davon? Stellen Sie sich mal hin. Hervorragend. Ja. Wie hätten Sie es denn gerne, Herr Raab? Im Profil. Soll ich die Brille abnehmen? Lass die Brille an. Gut. Warten Sie mal. Es beginnt schon schwierig zu werden. Aber ich glaube, es ist ganz einfach. Und zwar, passen Sie auf. Achtung. Ein Kreis mit zwei Punkten ist okay. Ich erkläre das als gelungen. Moment. So. Brauchen wir vielleicht jetzt einen Notarzt für mich? Moment, nee, ich bin gleich soweit. Wunderschön. Moment. Ich fühle mich schon getroffen. Sekunde. So. Fertig. Ja. Wunderschön. Das hier natürlich. Entschuldigung. Das geht hier natürlich. Okay. So. Ja. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei den Wettbewerben und dann zeichnen Sie weiter und wenn Sie neues Material haben, dann kommen Sie wieder zu uns. Okay? Das würde mich sehr freuen. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich danke auch. Piero Hilliger.